So, hallo. Herzlich willkommen zum neuen Video. Es hat Wind. Regen. Im Moment nicht. Nein. Man muss es positiv sehen. Ja. Ein Regentropfen hast du noch auf der Nase. Ja. Sieht man den? Nee. Ich habe heute schon viel Regen gefilmt auch. Ich habe gestern viel Regen abgekriegt. Mhm. Bisschen Katastrophe, gell? Katastrophe ist was anderes. Schlimmer geht's immer. Könnte schlimmer sein. Die Völker stehen super da. Ja. Es sieht doch schön aus für die Bienen, blühende Rapsfelder. Ja, schön wär's. Regen und Sturm. Ja, toll. Bisschen eine Katastrophe in diesem Jahr, oder Katrin? Und dabei hat es so gut angefangen. Wir haben noch gesagt, wenn es so bleibt. Aber es ist leider nicht so geblieben. Ja, 2 oder 3 Wochen jetzt Regen, kalt, ne? Wieder 12 Grad oder 10 Grad. Also man sieht keine Biene fliegen. So, jetzt haben wir uns mal einen windgeschützten Ort gesucht. Und wenn die Katrin da ist, kommt auch die Sonne raus. Oh. Katrin, erzähl doch mal was zu den Wagstockdaten. Soll ich die Waage kommentieren? Also, blenden wir das mal ein. Wie man sieht, leider ziemlich lineare Sache das Ganze. Aber ihr seht eine kleine Delle. Was könnte das sein? Haben wir uns auch gefragt? Nee, haben wir uns nicht lang gefragt. Wussten wir. Wir haben es ja gespürt, sogar im Wohnzimmer. Ne? Da hat nämlich der Sturm den Deckel runtergenommen. Aber wie ihr seht, er ist auch wieder drauf. Und ansonsten erkennt man leider nicht viel, bis aufs Futter. Ja, dieses Jahr waren wir viel bei den Bienen, um Deckel draufzulegen schon, gell? Ja, letztes Jahr um diese Zeit haben wir Honig geschleudert. Im Winter tun wir immer schön was drauflegen, aber jetzt denkt man eigentlich, hey, legst nichts drauf, musst du so zur Schwarmkontrolle zum Honigernten kommen. Und im Mai rechnet man ja nicht mehr mit so einem Sturm. Ja, und ein Deckel, nie wieder gesehen. Ne? Also nur, dass ihr mal eine Vorstellung habt, wie es hier windet. Und es geht jetzt ja seit 1,5 Wochen, ne? Ja, geht das bestimmt. Fast, ja. Immer Regen, Sonne, Sturm, ein, ja, imkerlich schwieriges Wetter, gell? Ja. Das muss man wohl sagen. Hier vorne stehen die Bienen. Ich schwenke euch mal rum. Ja, da stehen sie. Aber fliegen tut da nichts. Aber ein schönes Bild ist ja mit den Farben, ne? Mhm. Grauer Himmel, gelber Raps. Jetzt bräuchte man nur noch Honig. Ja, also wir achten ja immer noch auf das Verhungern, ne? Mitte Mai oder fast Mitte Mai, muss man sagen. Noch haben wir nicht Mitte Mai, gell? Noch haben wir nicht Mitte Mai. Ja, da sind wir schon wieder einmal beim Füttern gewesen. Was ist eine Kirsche, Katrin? Ja, ich sehe gerade, ich gucke mir gerade den Kirschbaum direkt neben uns an, der so wunderschön geblüht hat. Und im letzten gemeinsamen Video haben wir noch gesagt, ein bisschen summt es noch. Und jetzt sind schon die ersten kleinen grünen Knubbel dran. Ja, aber nicht viele, ne? Nicht jetzt viele. Und so sieht es auch bei den Äpfeln aus, muss man schon sagen. Ja. Also die Apfelblüte ist, habe ich schon schönere gesehen, ja. Ich meine, vielleicht kommt da noch was, wenn es jetzt mal warm wird, aber es gibt ja nur 3 Tage Wärme. Ja, danach. Heute soll es ja eigentlich wie viel? 30 Grad geben oder nein, so? Nein, am Sonntag. Nee, Freitag hat vor 1,5 Wochen. Am Sonntag. Hieß es, am Sonntag nur. Am Sonntag. Ich dachte, Freitag soll es schon 30 nein. Grad. Na Sonntag gut, dann ist, können wir ja noch hoffen. Sonntag ist Muttertag, da gibt es 30 Grad. Aber hätten wir das gewusst, dass der 1. Maihälfte so eine Nullnummer wird, da hätten wir gut in Urlaub fahren können. Naja, ohne Corona. Naja. Ja, ja, ja. Schauen wir nachher mal noch ein bisschen zu den Bienen. Also da muss ich sagen, ich habe dich ja jetzt besucht zum Deckel drauflegen und zum nach dem Futter schauen. Und da muss ich sagen, die stehen schon top da. Also da können wir uns schon auf die Schultern klopfen. Also da haben wir jetzt zur Rapsblüte eigentlich richtig tolle Bienenvölker hingestellt. Nur hätten. Ja, nur leider das Wetter, ne? Nur leider das Wetter. Ja. Das haben wir echt, also. Aber fast, das haben wir halt nicht im Griff. Ja, aber fast eine der besten Saisonstarts, wenn man jetzt nur die Bienenvölker anschaut. Ja. Also selten habe ich das so gut hinbekommen. Also da muss ich echt sagen, das habe ich echt selten so gut hinbekommen. Aber weil ich meine, es gibt kaum Bienenvölker, wo du nicht fast 2 Honigräume Bienenmasse hättest. Ne? Also das ist schon, und dementsprechend brauchen die halt auch Futter. Ne? Das ist schon,
Ja, Mai, wir hoffen. Wäre gut gewesen jetzt. Ja, mal gewinnst. Hoffen wir halt, es wird besser, es wird alles besser jetzt. Mal gewinnst, mal verlierst, ja. Ich meine, den Bauer freut es ja. Man sagt doch immer, nasser Mai ist doch bei den Bauern gut für die Ernte. Hm. Ja, bei uns halt nicht so. Aber gute Bestäubung wäre auch gut für die Ernte. Ah ja, wir hoffen wir auf Edelkastanie, Wald. Gut, und wir haben gut, ja und auch die noch, Äpfel könnten auch noch ja, was werden. Also die Apfelblüte, die haben wir noch nicht aufgegeben. Ja, ich denke, die nächste Woche ist ein bisschen entscheidend. Ne? Zumindest hier bei uns. Ich meine, wenn wir hier nach hinten schauen, ich schwenke euch mal nochmal rum. Vielleicht sieht man das auf der Kamera ganz da hinten, wo praktisch die Sonne scheint und hinter den Häusern. Da seht ihr die Schwäbische Alb. Ne, da, das ist ja noch unsere Hoffnung, dass da noch was passiert und wir da die Bienen auch noch hinbekommen. Aber ich meine, bei 10 Grad und Regen brauchst du ja nicht auf die Alp fahren. Da werden die noch mal ein paar Grad kälter aber haben. Aber es wird doch besser, haben wir gesagt. Ja, das stimmt. Also, wir schauen uns nachher noch zusammen 2, 3 Bienenvölker an. Da gehe ich so hin und da nehme ich euch mit. Katrin, du könntest auch mal sagen, dass die Leute, die unsere Videos gut finden, einen Daumen nach oben geben und ein Abo dalassen. Das könnte ich sagen. Ja, ja das also, würde ich hinkriegen. Jetzt komm. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und am schönsten ist natürlich immer ein Abo. Sehr schön. So gut kann ich das nicht sagen. Und schon wieder ist die Sonne da. Aber es fliegt immer noch keine Biene. Zack, guck mal, Sebastian, gerade hast du gesagt, die Bienen fliegen nicht. Zack, kommt die Sonne raus und damit auch die Bienen. Jetzt bin ich wieder alleine unterwegs. Wir sind wieder am bewährten Bienenstand. Das soll ja ein bisschen auch der Hintergrund dieser Videoreihe sein, dass wir immer wieder an die gleichen Orte zurückgehen und uns das alles anschauen. Ich meine, was uns hier auffällt, ist, das letzte Mal, wo wir schön Wetter hatten, haben die Äpfelbäume noch nicht wirklich geblüht. Jetzt bekommen wir wieder schön Wetter, aber schaut es euch selber an. Also da blüht nichts mehr, da sind wir relativ durch. Mit der Apfelblüte bedeutet, hier wird in dieser Hinsicht an diesem Standort nicht mehr arg viel passieren. Also wenn wir noch Blütenhonig wollen, Rapshonig wollen, klar, Raps haben wir noch ein paar Tage, aber letztendlich müssen wir da auf spätere Lagen einfach setzen von der Natur. Wie gesagt, die Bienenvölker, ihr seht es jetzt auch, wir haben mal kurz eine Regenpause, mal immer noch so 12 Grad. Da hinten kommt es aber schon wieder die schwarzen Regenwolken und es herrscht gleich Flugbetrieb. Ja. Ein unheimlich schönes Bild, ne? Unheimlich viele Bienen, unheimlich viel Pollen. Apropos Fluglochsauberhaltung, da hatte ich letztes Jahr, erinnere ich mich an eine ganz Diskussion, ich meine, ich habe... Fluglöcher müssen absolut frei sein von Gras. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr habt es ja gesehen, bei mir sind die Fluglöcher auch mal zugewachsen. Finde ich, hat auch viele Vorteile. Aber schreibt mir doch gerne mal einfach in die Kommentare oder uns in die Kommentare, wie ihr das mit eurem Flugloch handhabt. Mähtet ihr jede Woche sauber oder lasst es ihr auch einfach mal ein bisschen wachsen. Also das gilt nach wie vor, man muss da seine starken Völkern, auch sollte man schon auch mal einen Blick hineinwerfen Richtung Schwarmzellen. Wie gesagt, ich habe da jetzt bei uns tendenziell noch eigentlich gar nichts festgestellt. Positiv und negativ zugleich. Positiv in der Hinsicht, man spart sich was Arbeit. Negativ in der Hinsicht, wir wollen ja auch Völker vermehren. Wir wollen ja auch da vorankommen, Königinnenzucht, ist es immer schöner, mit dem Schwarmtrieb zu arbeiten. Da gehe ich der Annahme schöner, da sind die macht das Arbeiten halt leichter. Und da sind wir jetzt auch in diesem Jahr, sehen wir es jetzt auch, bevor wir ins Bienenvolk schauen, noch einen kurzen Punkt dazu. Es schreiben mir ja viele, wo sagen, hey, ich will
mir eine Erwerbsimkerei aufbauen und hey, voll cool, was du das machst. Ja, finde ich auch, dass wir das so machen. Finde ich auch cool, aber das sieht man halt in so Jahren wie diesen, ist es halt echt bisher brutal schwierig, damit Geld zu verdienen. Ja? Also wir haben ein paar Kilo Honig in den starken Bienenvölkern durchaus drinnen, aber tendenziell, wir haben jetzt 3 Tage warm, dann soll es schon wieder regnen. Also es wird sicherlich dieses Jahr ein bisschen eine Herausforderung. Und das ist eine Herausforderung, die kommt von außen. Da habe ich als Imker ganz wenig Einfluss drauf, weil wenn wir das hier mal anschauen, ich mache mal hier ein Bienenvolk einfach auf die Schnelle geschwind auf. Ne? Ich schwenke euch rum. Ne? Das ist jetzt der Blick in den Honigraum. Leer, aber dennoch voll mit Bienen. Ich weiß es nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Also wenn, ich mache nur kurz den Deckel wieder drauf, also wenn wir jetzt schöne Flugbedingungen hätten, da hätten wir da immense Zunahmen pro Tag an so einem Bienenvolk. Dann hätte das schon 2, 3, ja mindestens 2, eher 3 volle Honigräume obendrauf. Und das sind halt diese Einflüsse von außen, die kann ich als Imker nicht bestimmt, da kann ich imkerlich noch so gut arbeiten. Das sind einfach die Risiken, wenn man Geld damit verdienen muss auch. Das ist ja überall in der Landwirtschaft. Man hat diesen Einfluss des Wetters. Und gut, auf der anderen Seite, aber wie gesagt, das ist ja eher ein Hobby, sind die Obstbäume, die wir gepflanzt haben. Wir haben ja unheimlich viele Obstbäume dieses Jahr gepflanzt. Die freuen sich natürlich über den vielen Regen. Das ist zweifelsohne richtig. Und wachsen richtig schön. Aber wie gesagt, imkerlich ist es einfach bisher ein relativ schwieriges Jahr. Aber wie gesagt, hatten wir schon mal, werden wir auch wieder haben. Werden wir, man kann das da nicht verzwingen. Ne? Es kann noch immense Mengen Waldhonig geben. Es kann noch eine richtig geile Sommerblütenhonig geben. Es kann noch einen richtig schönen Rapshonig geben. Also wir sind nicht am Ende. Es ist halt nur so, dass die Arbeitsspitzen sich praktisch zusammenschieben. Sie schieben sich zusammen Richtung Ende Mai wahrscheinlich, Anfang Juni. Und dann kann das auch ganz schnell gehen, wenn wir jetzt warm bekommen. Weil wie gesagt, ihr habt es gesehen, die Bienenvölker, die stehen da. Und wenn jetzt das Wetter passt, dann läuft der Laden einfach. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Besuch am Bienenstand. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Eigentlich eine Nullnummer. Also bei manchen Völkern, bei starken Völkern, haben wir tendenziell eine leichte Zunahme. Aber nichts Weltbewegendes. Also noch weit davon entfernt, dass wir Honig ernten können und auch wollen. Weil man muss ja auch überlegen, wir haben jetzt, wie gesagt, 3 warme Tage. Und danach soll es schon wieder Regen geben, wieder Sturm geben, wieder kälter werden. Also die Bienenvölker brauchen ja auch Futter. Ich bin momentan froh, wenn die Bienen jetzt so viel Nektar, so viel Honig sammeln in den nächsten 3, 4 Tagen, wo schön Wetter ist, dass wir durch das nächste kalte Wetter kommen und der Aufwärtstrend vor allem der Bienenvölker anhält. Das ist ja unheimlich wichtig, dass wir da jetzt auch schauen, dass es zu keiner Unterversorgung kommt, dass die weitergehen, dass wenn wir so ein Wetterfenster haben, wo richtig Nektar reinkommen kann, dass die Bienenvölker da 100% top sind. Ja, und ansonsten lassen wir uns über einfach mal dahin treiben und ja, schauen der Sache zu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, da freuen wir uns und über ein Abo natürlich am allermeisten. Schön gesagt, Katrin. Sehr schön. Also das kann ich auch. Ja, also dann in dem Sinne. Macht's gut, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.